Zunächst befassen wir uns mit der Schlägerhaltung. Du nimmst den Schläger zwischen Zeigefinger und Daumen und umfasst den Griff mit den drei übrigen Fingern. Es ist nicht nötig, zu fest zuzupacken. Lockerheit ist in diesem Zusammenhang ein recht wichtiger Begriff. Die Daumenseite ist die Vorhandseite und die Zeigerfingerseite die Rückhandseite. Nun kannst du nach eigenem Empfinden die Haltung optimieren. Es gibt auch andere Schlägerhaltungen, insbesondere den in Asien sehr gebräuchlichen Penholder-Griff. Um einen Aufschlag auszuführen, legst du den Ball in deine Handfläche. Du wirfst ihn mindestens 16 cm hoch. Beim Herabfallen trifft er auf den Schläger, wobei er für den Gegner sichtbar sein muss. Er springt zuerst auf deiner Tischseite auf. Dann richtest du deinen Schläger aus, um die Platzierung des Aufschlags zu optimieren.